Leute, willkommen zurück bei Familie Linde. Irgendwann hier wird auch gleich mal jemand aufstehen. Jetzt schicke ich einfach mal so heute zur Arbeit. Die Kinder müssen ja auch dann los. Und Danielle hat erst 14 Uhr Arbeit. Mit ihr würde ich dann einfach gerne noch den Vormittag verbringen. Wie sieht's bei euch allen aus? Du müsstest mal duschen gehen. Du müsstest mal frühstücken. Ich glaube, wir haben noch ein Omelette. Nee, wir haben noch zwei. Okay. Dann kannst du einfach Reste nehmen. Und du kannst ausschlafen. Das passt soweit. Ja, okay. Und du kannst dann aber gleich mal den Rest bekommen von dem Omelette. Das wäre nämlich auch gut, wenn du das mal isst nachher. So, genau, du bist gleich mit Duschen fertig. Sehr schön. Du bist mit Frühstücken dann gleich fertig. Das passt alles soweit. Sehr schön, genau. Du gehst los, du gehst gleich los. Und du kannst dann mal frühstücken gehen. Du gehst auch los. Alles klar, sieht alles gut aus. Wie gesagt, Danielle, lass wir noch ein bisschen schlafen. Hat sie sich ja verdient. Ich finde es schade, dass Freundschaften schließen halt nur bedeutet, dass man neue Sims kennenlernt und nicht, dass man sich mit denen noch ein bisschen anfreundet. Aber wir können ja noch ein bisschen. Ansonsten würde ich es einfach so lassen. Die sind auch schon alle eins. Nee, die beiden sind zweier Oberschüler. Okay. So, du kannst dich mal umziehen. Heute ist auch wieder ihr kühler. Ich wollte ihr auch noch ein paar neue Outfits geben, ne? Mache ich auch noch. Ich vergesse das alles halt wieder. Ja, genau. Sie hat noch zwei Tage, bevor sie eine Erwachsene wird. Kannst du denn so ein bisschen reparieren? Nein. Aber man muss sagen, Elliot hat auch nicht so viel Zeit meistens. Lass das doch schon lieber. Lass das mal sie machen. Nein, losschicken bitte diesmal. Nein, brauchst nicht aufräumen. Sehr gut. Okay, dann können wir auch mal die Pfütze aufwischen. Dann genau, sie hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Das ist sehr gut. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Wie weit bist du denn? Stimmt ja, du bist auf Stufe 10. Du hast es jetzt perfektioniert. So, der Spitze der Karriere. Sehr cool. So. Okay, wir haben Duan in der Schule getroffen. Sehr schön. Hier haben wir die Wäsche gewaschen, hier auch. Okay, dann müssen wir eigentlich gar keine neue Wäsche waschen. Dann können wir die ihr zum Trocknen zufügen. Sie ist immerhin sauber, sehr schön. Ich habe ja jedes Mal wieder die Befürchtung, dass da wieder irgendwas verbuggt ist und das dann kaputt geht. Robin Marcel hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Emotionale Kontrolle. Hallo. Die ist mir immer wichtiger. Ja. Manieren können wir immer noch einfach hinbekommen. So, sehr schön. Dann können wir die Wäsche trocknen. Was haben wir jetzt schon? Sascha Joel wurde während des Unterrichts beim Spielen auf dem Handy erwischt. Eine Verhandlung sollte auch wirklich ausreichen. So. Genau. Ich möchte dich auf jeden Fall nochmal Klavier spielen lassen. Nicht Klavier spielen, Keyboard. Wir können aber auch mal hier unsere Gruppe einladen. Haben wir hier denn das abgeschlossen? Dann kannst du nämlich hier mal ein bisschen. Gehen wir erstmal hier hin. Genau, dann können wir dich für die Runde ein bisschen jammen. Würde ich sagen. Das wäre doch ganz gut. Kommt ihr hierher und hört euch das an. Sehr schön. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Wo geht sie hin? Oh nein, sie geht doch nicht hier oben hin, oder? Oh. Okay, dann werde ich eben mal zusammen sitzen vielleicht, bitte. Zusammen sitzen, danke. Dann werde ich die alle mal hier rüber schicken. So. Und dann für die Runde jammen, bitte. So, und ich möchte die bitte alle hier in diesem Raum drin lassen. So. 7000 Simoleons Rechnung, was?
So. Na, das sieht. Ich finde, das sieht auch schön aus, oder? Genau, so können wir einerseits unser Level verbessern, unser Gitarrenlevel, und andererseits aber eben auch mit unserer Gruppe ein bisschen abhängen, mit unseren besten Freundinnen, mit Luisa, Wanda und Lana. Ich weiß auch echt nicht, warum wieder hier alles so laut ist. Eigentlich ist das gar nicht so laut. Vielleicht Objektmusik? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich die mal verändern. Naja, viel leiser ist es nicht wirklich geworden. Das passt überhaupt nicht zusammen, vor allem weil Luisa überhaupt nicht Klavier spielen kann. Aber hey, wie gesagt, wir leveln jetzt mal so ein bisschen. Das müssen wir ja noch machen für unseren Job. Aber wir sind sowieso Berufspianistin. Warum müssen wir denn Gitarre spielen können? Egal. Also wir sind ja gerade erst gestartet mit der Karriere. Das ist ja nicht so, als ob wir da sofort schon perfekt sein müssen. Aber ne, wir hängen so ein bisschen mit unseren Freundinnen rum. Vielleicht wollen wir auch mal ein bisschen mit denen quatschen, eine fesselnde Geschichte erzählen. Packen das mal hier rein, damit keiner auf die Idee kommt, das zu machen. Complimentary Outfit merken. Warte mal, das zählt überhaupt nicht in die Gruppe rein. Was? Warum habe ich hier das Freundlichsein vergessen? Hallo, das hätte ich gerne in jeder Gruppe. Wieso sollte man in irgendeiner Gruppe nicht miteinander freundlich sein, reden wollen und so? Ich finde nur eigentlich, dass nur die Hälfte der Interaktion, wenn überhaupt, zu freundlich sein zählt. Das ist super irritierend. Ja, danke. So, wir können mal den Tag verschönern. Die kleinen Klaviersonaten begeistern. Genau, aber die bleiben halt jetzt nur so kurz hier, wie wir eben auch bis zur Arbeit müssen. Und dann, sobald wir zur Arbeit müssen, kommen die hier auch wieder. Und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir vielleicht irgendwie mit den beiden wohin gehen. Vielleicht hier mit der. Oder mit ihr vielleicht, mit der Gruppe hier. Das wäre eigentlich ganz cool. Mein Plan. Mit dir können wir auch noch mal ein bisschen reden, ihr auch mal Komplimente über das Outfit machen und sich für Klaviersonaten begeistern. Aber ich klicke immer wieder da drauf. Mit altem Freund schäkern. Und ja, ne? Bisschen von Herzen kommt das Kompliment machen. Was haben wir noch so von Ideen erzählen? Okay. Aber Sascha hat Jody in der Schule getroffen. Okay. Dann kannst du nochmal normal. Wow, Faulenzen bringt ja echt null bei ihr. Jetzt lernt sie ein bisschen Klavier spielen, okay. Sie spielt Tonleiter. Alles klar. Oh, eigentlich können wir wirklich mal Fotos voneinander machen, oder? Foto machen mit. Oh. Okay, Moment, dann können wir auch mal die Versammlung beenden. Und ja, dann könnt ihr auch wieder gehen. Ach so, das sollten wir dann wieder aufschließen. Dann würde ich vielleicht die Gitarre wieder hier reinstellen. Oh nein. Immer dieser Move Objects Cheat, der nicht anders. So. Gut. Ach, die kommen ja doch erst 15 Uhr nach Hause. Stimmt ja. Ihr könnt auch alle jetzt gehen, Leute, ne? Genau. Wir könnten natürlich auch. Das Problem ist halt, dass er keinen Hunger hat. Ansonsten könnten wir natürlich auch diese andere Gruppe machen. Wo man halt so essen und sowas ging. Noah Esther möchte Janet zu sich einladen, okay. So, alle haben ein Schulprojekt mitgebracht, okay. Warum ist eigentlich Janet schon wieder hier? Irgendwie, ich habe das. Ich habe keine Ahnung, was mit. Also. Was bei der so ist,
Weil ich habe einerseits das Gefühl, irgendwas ist mit ihr, mit hier. Ich meine, vielleicht ist sie auch eher nur Estelle interessiert. Das kann natürlich auch sein. Dass sie irgendwie immer mit Sascha Joel abhängen will und sich irgendwie mit ihm anfreunden wollte, mit ihm aufs Romantikfestival gegangen ist, aber eigentlich nur an sie ran will. Ich meine, wir können es ja mal probieren. Vielleicht passiert ja eher was. Magst du vielleicht direkt mal dein Schulprojekt machen? Was haben wir denn? Die chemische Reaktion. Vulkan baust du. Sehr gut. Dann viel Spaß dabei. So, können wir mal mit Janet quatschen. Vielleicht können wir ja, keine Ahnung, mit irgendwo hingehen, was unternehmen. Ich dachte halt erst, wir können mit der Gruppe was machen, aber wir können natürlich auch mit ihr irgendwie essen gehen oder so. Nennen wir sie mal Ken. Können Sie ja mal fragen, ob sie Single ist, weil ich weiß das gar nicht, ob sie das noch ist. Können wir mal den Tag verschieben. Sie ist sogar. Also ich glaube, meine Theorie stimmt, oder? Ich glaube, dass sie was von Noah möchte, weil jetzt ist sie kokett drauf, kaum redet sie mit uns und sie war ja letztens auch schon da und ja, keine Ahnung. Bin ich da die Einzige, die das so. Nee, ach so, sie ist aber nicht kokett, aber sie ist kokett drauf. Oder? Keine Ahnung, vielleicht rede ich mir das auch nur ein. Aber hallo? Oh, wie sie mit uns redet. Schon krass. Jetzt frage ich sie halt nur so aus Interesse, ob sie Single ist. Okay, sie ist Single. Ist schon mal gut zu wissen. Ja, keine Ahnung. Angenehmes. Klebrier-Tasten. Danielle hofft mit Klavierunterricht für die Nachbarskinder etwas Geld nebenbei zu verdienen. Doch ihr allererster Schüler verschüttet überall auf den Tasten Limonade. Sie kann dem kleinen Banausen entweder sagen, er soll nächste Woche wiederkommen, wenn das repariert ist, oder der Mutter die Reinigung und Reparaturen in Rechnung stellen. Beides? Beides? Keine Ahnung. Warum muss ich mich da entscheiden? Ich würde zum einen sagen, ja, naja, jetzt hast du die Tastatur versaut, jetzt können wir keinen Unterricht haben und dass die Mutter das bezahlen muss, oder nicht? Oder der Vater, wie auch immer. Interessant, dass da nur Mutter steht. Obwohl, ich meine, vielleicht hat der nur eine Mutter. Ja, auf jeden. Ach, davon kriegen wir 50 Simoleons, oder was? Ja, also würde ich auf jeden Fall machen. Geht verärgert. Ach so. Ach, sie geht verärgert und lässt uns mit ihrem Geld sitzen. Wow, okay. Ich finde das aber krass, dass sie das überhaupt nicht bezahlen will, dass sie einfach so sagen kann, so nee, möchte ich nicht. Hätte ich halt jetzt nicht gedacht. Also ich würde auf jeden Fall gerne mit ihr was unternehmen. Aktionen, einladen zu. Laden wir sie mal wohin ein. Okay, reisen. Wohin gehen wir denn? Hä? Na, das hat ja gut geklappt. Beste Interaktion, die habe ich bisher auch noch nie verwendet und ich werde sie wahrscheinlich auch nie wieder verwenden, weil das hat ja richtig gut geklappt. Jetzt am liebsten was, wo wir es essen können und Spaß haben. Habe ich sowas? Bäckerei? Ich meine, theoretisch kann man da was essen. Aber so richtig das, was ich möchte. Ich meine, wir haben natürlich hier das Restaurant, aber das ist eher was für ein Handel? Warum ist das ein Handel? Okay. Das ist eher was für eine Familie mit kleinen Kindern, würde ich sagen. Windenburg. Ich meine, in Windenburg haben wir das Restaurant. Haben wir da was Spaßiges? Nicht wirklich, ne? Ja gut, wir können ins Puzzles gehen. In Puzzles geht's eigentlich immer. So, wir nehmen jetzt Dingens mit. Wo ist sie? Janet, genau. Gehen wir einfach ins Puzzles. In Puzzles kann man tanzen und sowas. Das ist ja, naja, wie so eine Art Bar. Ein Barrestaurant. Was ich sehr eigenartig finde, aber irgendwie war es lustig. Wie gesagt, also
Ich hab ja vor, überall noch neue Grundstücke zu bauen und ganz viele weitere Gemeinschaftsgrundstücke. Und alle, die ich jetzt in letzter Zeit gebaut habe, gefallen mir auch besser als die, die ich hier noch so habe, weil die nutze ich irgendwie selten. Deswegen, ja, warte ich darauf, dass ich die alle gebaut habe und dann kann man auch im Let's Play bessere Dinge zusammen machen. Möchtest du wirklich das Outfit heute anziehen? Das ist nicht unbedingt das Beste für, naja, ein Date quasi. Ich mag eigentlich das Outfit an dir sehr gern. Das ist, glaube ich, eigentlich mein Lieblingsoutfit bei ihr. So, können wir nach einem schönen Tisch bitten? Es ist ja eigentlich ein bisschen kühl draußen, deswegen würde ich mich schon lieber hier reinsetzen wollen. Vielleicht hier um den Tisch bitten. Frag da mal, ob wir da vielleicht was zusammen essen können. So. Hallo? Wollen wir an den Tisch beten? Okay. Zusammensitzen, genau. Okay, dann können wir ja mal sie nochmal nach ihrem Tag fragen, auch wenn wir das eben schon gemacht haben. Können wir für den Tisch bestellen. Tag verschönern. So, salziges Lama ist hier also die Empfehlung des Hauses. Dann trinken wir das. Und vielleicht magst du heiß und rauchig haben. Und an Essen haben wir jetzt nicht so viel hier, aber das sollte ja eigentlich reichen. Vielleicht möchtest du Pasta essen. Vielleicht hat sie nicht so viel Hunger und isst nur einen Salat. Mal schauen. Wir haben ja so 17 Uhr. Oh Gott, mit ihm geht es ja richtig schlecht, ey. Du kannst auf jeden Fall normal arbeiten. Du kannst vielleicht mit Kollegen witzeln. Oh! Oh, hätte ich das gewusst, hätten wir auch aufs Festival gehen können. So. Ja, du kannst mal Hausaufgaben machen. Du definitiv auch. Vielleicht können wir auch danach aufs Festival gehen. Das geht natürlich auch, ne? Ah, ich finde das voll süß, wie sie einfach so plötzlich total begeistert von der Geschichte angefangen hat zu erzählen, oder? Können wir von Interessen schwärmen und von Hunden vielleicht nochmal? Und von der Lieblingsband? Wir können ja von tausend Dingen schwärmen. Warum wollen alle was von uns, ey? Hallo, wir sind hier gerade mit Janet unterwegs. Meine Güte. Sie ist jetzt sogar sehr kokett. Was ist das für eine Hölle? Ich fände es natürlich cool, wenn sie irgendwie jetzt auch mit uns einfach flirten würde. Ich weiß nicht, ob das passieren wird, da sie ja nicht kokett ist. Aber sie ist kokett drauf. Das ist so krass irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Okay, sie redet von uns. Wir können ja auf jeden Fall mal ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Vielleicht initiiert das ja etwas. Mal sehen. So. Kriegen wir dann auch mal Essen? Ich weiß nicht. Flirten Sie? Flirten Sie gerade? Mein Gott, haben Sie gerade geflirtet? Bin ich ganz sicher. Aber ich hab Herzchen plus gesehen. Möchtest du vielleicht mal essen und trinken und so? Ich lasse sie jetzt einfach mal so selber reden, weil vielleicht passiert da ja noch was. Du kannst ruhig wieder gehen, Markus, danke. No. Ja, ich weiß nicht, ich meine, bei Sims 3 mache ich das ja auch gerade so. Ich lasse irgendwie gerne die Sims gerade so ein bisschen entscheiden, was hier alles so abgeht, anstatt das immer alles selber zu initiieren, weil es macht so viel mehr Spaß, wenn man die Sims entscheiden lässt. Nein, geh bitte. Wer auch immer du bist. Marvin Christie, okay, Moment. Zum Gehen zwingen. Tschüss, Marvin. Wer mit mir labern will, der wird das Haus verwiesen. Warum isst du nicht weiter, bitte? Willst du bitte weiter essen? 2800 Simoleons. Sehr gut. Dann, ja. Du kannst dich noch ein bisschen um dich selbst kümmern. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?
Wie bin Nee, ich 25% nur. Hallo, Junge, Steven bitte weitermachen hier. Okay. Das ist einfach am Helden-Deal. Ich nicht, okay. Vielleicht hat sie gerade. Oh, ich weiß das aber nicht. Mann. Okay, ich würde dich auf jeden Fall mal jetzt auf Toilette schicken. So süß das ja auch ist mit dir, Janet. Aber wir gehen vielleicht dann auch nochmal aufs Festival. Sie ist auch in keiner Gruppe von uns drin, ne? Nee, schade. Und sie ist auch nicht mit uns verwandt, oder? Mal sicher gehen? Nein, okay. Gut. Dann gehen wir mal auf Toilette und vielleicht gehen wir danach mal zum Festival. Das ist ja eigentlich ganz okay. Vielleicht magst du dich erstmal um dich kümmern. Warum geht's dir eigentlich schlecht? Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Oh, es wird traurig. Okay. So, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Festival. Warum auch nicht? Ist das nicht hier? Nee. Flohmarkt. Dann müsste es hier sein. Ja. Dann gehen wir also zum Kunstdingens. Mit Janet natürlich wieder. Wir verbringen halt einfach den Abend mit Janet gemeinsam. Warum denn auch nicht? Also ich meine, selbst wenn sich kein Date daraus entwickelt, also keine Beziehung oder sowas, kann man ja trotzdem einfach nur zu zweit abhängen. Ich hänge oft mit Freunden nur zu zweit ab. Ohne, dass der mal irgendwas läuft oder so. Das ist ja voll okay. So, sind wir jetzt eigentlich Witzbold oder Spaßvögel? Was ist sie eigentlich vom Charakter her? Nicht kokett und sonst. Warte mal, kennst du sie nicht besser? Perfektionistin, okay. Aber lass uns erstmal zusammen hier hingehen. Ist sie immer noch kokett drauf? Wir können sie auf jeden Fall nochmal kennenlernen. Oh, ist sie müde, oder? Ja, das war gerade mein Hals, der ein bisschen trocken war. Deswegen habe ich kurz was getrunken. Perfektionistin, ja, das wissen wir jetzt. Wir können ja vielleicht mal Bewunderung ausdrücken. Ich will immer noch, dass sie mit uns flirtet. So, vielleicht magst du noch weiter Hausaufgaben machen. Du kannst mal weiter Feinschmecker kochen aufbauen. Wir müssen irgendwas Spaßiges zusammen machen hier. Ey. Können wir nicht zusammen tanzen? Okay, krass. Ich hätte echt gedacht, dass wir zusammen tanzen können. Okay, das ist jetzt doch anders, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir könnten hier echt irgendwelche spaßigen Dinge machen. Dann lass uns mal irgendwie, keine Ahnung, 1000 Witze erzählen. So. Wollen wir vielleicht irgendwie zusammen hier hingehen? Damit wir nicht mit fremden Menschen reden müssen. Mit fremden Sims, meine ich. Hallo. Geh doch mal bitte darüber. Danke. Ich möchte nicht mit diesen anderen Sims reden. So, sie hat Geld verdient. Sehr schön. Ja, du kannst dich auf jeden Fall auch um dich selbst kümmern. Hallo, rede doch mal bitte mit Janet. So. Dann können wir ein bisschen Spaß haben. Ich will halt nur eigentlich nicht... Ja gut, wir können das ja mal zusammen hier ein bisschen den anschließen. Komm. Halten wir so ewig für alles gerade. Hey, komm bitte wieder mit hierher. Lustig. Würstchen-Pantomime. Und dann wird es beide zum Spaß pieksen. Selbstironisch scherzen. Kastische Bemerkungen machen. All diese Dinge halt.
Oh, bitte geh weg. Ja, ich will mit dir nicht reden, Angela. Ich weiß, ich bin immer ein bisschen gemein zu den anderen Sims. Aber wenn ich halt nicht mit denen reden will, wenn ich hier mit meinen eigenen Sims reden. Okay, sie macht scheinbar nicht mit bei den Witzbeugen, aber ist ja auch egal. Sehr verspielt ist sie. Okay. Dann können wir noch mal ein bisschen tratschen vielleicht. Auch mal verrückt anfunkeln. Wir können noch mal einen koketten Witz machen. Wo ist der kokette? Oh, ist der kokette Witz direkt wieder weg. Ach, Menno. Hallo? Yay! Feuerwerk! Okay, gehen wir bitte auch mal hier hin. Aufstehen. Wir können sie nochmal fragen, ob sie Single ist. Können wir das nicht irgendwie initiieren hier, dass sie mit uns flirtet? Dass ich mir das nicht nur eingebildet habe. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Ich finde Janet irgendwie, ehrlich gesagt, sehr anstrengend. Sie ist immer irgendwo anders. Wow, sie guckt sich gerade dieses Dingens an, oder? Oh, Janet, ey. Okay. Ich kann mal mit dem Lieblingsspiel prahlen. 7A. Tag fragen. Hat ihr uns gerade einfach... Also, bitte. Einfach erschreckt. Okay. Okay, man, jetzt ist sie auch sehr verspielt drauf. Wir sollten sie mit uns vielleicht eher auch nicht flirten. Okay, jetzt gehen nochmal die ganzen Objekte hier weg. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, können wir auch nach Hause gehen. Ich denke, in der Zeit werden die Objekte einigermaßen gegangen sein. Ich bin mir ein bisschen unsicher, wie schnell das hier geht. Aber ja. Gut, dann war es das für, oder? War es das für die heutige Folge? Ja, ich werde die so einigermaßen ins Bett schicken und Sachen machen lassen und so. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, Leute.